Hallo und herzlich willkommen zur Roten Couch Express. Wir befinden uns gerade auf der Hannover Messe 2015 am Messestand der Friedrich Lütze GmbH. Neben mir darf ich Herrn Udo Lütze begrüßen. Er ist Inhaber der Lütze International Group. Herzlich willkommen, Herr Lütze. Ja, schön, dass Sie heute bei uns sind. Was ist denn Ihr Highlight auf der diesjährigen Messe? Ja, unter dem Motto Efficiency in Automation stellen wir unsere gesamte Produktpalette vor, angefangen mit dem Airstream-Verdrahtungssystem für den Schaltschrank, über verschiedene Steuerungsprodukte, Kabel und so weiter, also die gesamte Produktpalette, Lockbox und natürlich auch unser neues Relais-Modul Elkis wird hier vorgestellt. Das klingt soweit schon mal ganz spannend, aber welche Vorteile bieten Sie denn ganz konkret dem Anwender? Unser Vorteil ist, dass wir dafür sorgen, dass unsere Produkte nachhaltig gut miteinander funktionieren. Sie sind also alle aufeinander abgestimmt. Das bedeutet, der Anwender, der die Produkte einsetzt, bekommt eine Lösung, die natürlich auch so lange hält wie die Anwendung. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig und das natürlich auch noch effizient. Wir haben es in unseren Slogan mit aufgenommen, Efficiency in Automation. Und das wollen wir natürlich auch tagtäglich mit unseren Kunden leben. Was hat es denn mit dem neuen Schaltrelais Lütze Elkis auf sich? Ja, mit Elkis. Ich habe Ihnen hier ein Muster mitgebracht. Sie sehen es auch hinter mir in groß. Haben wir eigentlich eine alte Technologie nochmal neu aufgegriffen und uns Gedanken gemacht, wie man auch so etwas noch weiter verbessern kann, wie man auch Innovation mit einbringen kann. Wir haben zum Beispiel die Formgebung verkleinert. Wir haben dafür gesorgt, dass es genug Fläche gibt, um die Module auch zu beschriften. Das ist heutzutage ganz, ganz wichtig, gerade fürs Troubleshooting und dann auch bei der Verbindungstechnik. Push-Through-Technologie oder auch Schraubtechnologie haben wir alles mit integriert. Also ich denke, wir haben hier auch bei einem alten Produkt es nochmal geschafft, Innovation mit reinzubringen. Vielen Dank für die interessanten Einblicke und Ihnen besten Dank fürs Zuschauen. Tschüss, auf Wiedersehen.